Hi meine Lieben, schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Heute spreche ich über Seelenpartnerschaften, Seelengefährten, Dualseelen, toxische Partner und möchte eins damit klarstellen. Also es gibt diverse Verfechter, die einfach auch von Fake-Partnern oder gefakten Dualseelengefährten sprechen, einfach weil sie vielleicht auch den Schmerz, der dahinter steckt, nicht aushalten und einfach mit ihrem logischen Verstand zu der Kenntnis kommen, dass es einfach eine gefakte Begegnung sein muss und dass diejenige Person, um die es sich handelt, sicherlich kein Seelengefährte sein kann, weil der Schmerz so groß ist. Doch wenn ihr das Glück habt, und es ist wirklich das Glück, einem solchen Partner zu begegnen, der euch eben eure tiefsten Ängste spiegelt, die ihr als Kind schon oder als Kind erhalten habt aufgrund von diversen Ereignissen, ist es ein absolutes Glück und es geht hier darum, dieses Glück anzunehmen. Wenn ihr glaubt, dass es in diesen Partnerschaften um die große Liebe geht, dann ist es sicherlich richtig, doch das ist zweitrangig. Es geht immer um euch selbst. Solche Begegnungen spiegeln uns immer unseren aktuellen Stand der Dinge, was bei uns im Innersten einfach gerade passiert. Und das Jahr 2017 und auch das Jahr 2018 wird verstärkt nochmal auf diese Thematik eingegangen. Und ich merke es jetzt auch schon in meinem Umfeld, es kommen immer mehr Seelengefährten zusammen, also nicht zusammen in eine Beziehung, sondern es finden Begegnungen statt. Und es hat nichts damit zu tun, wenn Schmerzen aufbrechen oder wenn euer Gegenüber sich einfach kontraproduktiv verhält, sich verschließt und man immer wieder diese Distanz hat, dann hat es nichts damit zu tun, dass ihr etwas falsch gemacht habt oder dass es einfach jemand ist, der wieder aus eurem Leben geht. Ich denke, wenn ihr dieses große Glück habt, einem solchen Menschen zu begegnen, dann geht es darum, euch die Dinge in eurem Inneren anzuschauen, weil es geht bei diesen Begegnungen immer um uns selbst. Darum, dass wir wachsen, darum, dass wir selbst die Dinge in uns heilen durch die Spiegelung des anderen. Und natürlich geht es immer um die Liebe. Ihr trefft so einen Menschen deswegen, weil die Liebe so stark ist und weil ihr euch nicht lösen könnt. Der andere kann sich auch nicht lösen. Sollte euer Gegenüber in einer Beziehung stecken, so wird dieses und auch nächstes Jahr ihm bewusst, und er begreift, dass dieses Leben, was er lebt, nicht sein Herzensweg ist. Und all das wird 2018 auch passieren und darauf können wir uns einfach schon freuen. Und wenn wir Menschen begegnen, also viele sprechen ja auch von Narzissten, die es ja sicherlich gibt, Narzissten, die auf ihrem egoistischen Weg viele Menschen, die den Weg der Menschen oder der Narzissten kreuzen, mit Kummer und Leid dann irgendwo sich auseinandersetzen müssen, ist es auch ein Aspekt, den man sich anschauen darf. Also es geht nicht immer darum, das Leben zu verurteilen und zu sagen, warum passiert mir das, warum ist genau mir das passiert, sondern es ist ein großes Glück, dass genau dir das passiert, dass du dir Aspekte deiner selbst anschauen kannst, weil es geht einfach nur darum, alles in Liebe zu transformieren, damit du deine größte und beste Version von dir selbst bist, damit du dein komplettes Selbst heilst, um in ein glückliches Leben gehen zu können, um einfach auch diesen Schmerz der Kindheit hinter dir zu lassen. Und was ganz klar ist,
das sich jetzt schon herauskristallisiert und auch im nächsten Jahr wird es so sein, dass Manipulationen und ich nenne es jetzt auch mal falsche Spielchen einfach keine Chance haben werden, weil wir sind auf dem Weg, die Ehrlichkeit zu leben und die Wahrheit. Und die Wahrheit wird in diesem Sinne auch einfach ans Licht kommen. Deswegen, wenn euch solche Menschen begegnet, nimmt diese Begegnung an und reflektiert, was in euch selbst geheilt werden kann. Es gibt natürlich dann auch viele, die eventuell von Energievampiren sprechen und sagen, oh, also der saugt mir irgendwie die ganze Energie aus und jedes Mal, wenn ich nach einem Treffen oder einer kurzen Begegnung einen Menschen oder genau diesen Menschen sehe, fühle ich mich danach einfach noch schlechter. Dann hat es damit zu tun, dass auch ihr Aspekte habt, die euch genau das zeigen. Und darum geht es. Deswegen ist mein Tipp, einen Seelengefährten zu treffen, ist eine Chance für euch. Und natürlich wünscht sich jeder die wahre, reine und große Liebe. Und letztendlich geht es auch darum. Doch primär geht es in diesem Kontakt darum, dass ihr euch selbst heilt, dass ihr heil werdet, dass ihr euch mit all diesen Themen der Vergangenheit und auch die der Kindheit, die hochkommt, euer inneres Kind, dass dieses geheilt wird. Und natürlich gibt es dann immer wieder eine Distanz oder immer wieder für euch auch Rückschläge. Doch wenn ihr das Ganze mit den Augen der Liebe betrachtet und in euch transformiert, dann werdet ihr heil. Und genau darum geht es. Und es passiert nichts und wirklich nichts per Zufall. Die Familie, in der ihr lebt, die habt ihr euch ausgesucht. Die Kollegen, die Dinge, die ihr tut, die Menschen, die euch zufällig begegnen, das gibt es nicht. Es gibt keinen Zufall. Das sind alles ganz kleine Puzzlestückchen, die sich fügen und die euch dazu bringen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Und deswegen mein Appell an euch, kümmert euch wirklich um euren Schmerz. Versucht nicht immer bei dem anderen zu sein und zu hinterfragen, warum tut er das? Warum meldet er sich nicht? Warum hat er mich so tief und so stark verletzt? Das sind alles Fragen, die euch letztendlich nicht weiterbringen, weil ihr euch nie in den anderen Menschen hineinversetzen könnt. Es geht immer darum, zu schauen, was macht das mit mir? Warum verletzt mich diese Ablehnung so? Wo habe ich mich selber abgelehnt? Wo wurde ich in meiner Kindheit abgelehnt? Und das sind die Prozesse, an denen wir dann letztendlich wachsen, wenn wir sie uns anschauen. Und ihr werdet, vielleicht kennt ihr das, dass, oder auch in eurem Freundeskreis, dass es einfach Menschen gibt, die immer die gleichen Beziehungen haben. Also sprich, du hast eine Beziehung mit jemandem und hast einen Kinderwunsch. Und das ist vielleicht schon der dritte Mann oder Frau, mit der du in einer Beziehung bist und du hast diesen Wunsch, aber der Partner eben nicht. Und solange du dieses Thema in dir nicht heilst, wird dir immer wieder so ein Partner begegnen, der genau diesen Punkt ablehnt. Nur bei jedem steckt vielleicht was anderes dahinter. Deswegen muss man in sich reinschauen und versuchen, dieses Thema aufzulösen. Und genauso gibt es ja diese Abhängigkeitsgeschichten, dass man immer wieder von bestimmten Menschen abhängig ist. Also das ist verbreitet zum Beispiel in Beziehungen mit Süchten, also wo der Partner eine gewisse Sucht hat, die du vielleicht gerade bekämpft hast und du wirst immer wieder mit dieser Sucht konfrontiert. Und du wirst so lange damit konfrontiert, bis du für dich abschließend dieses Thema und diesen Prozess in dir geheilt hast.
Und es hat schon 2016 begonnen, dass sich viele Paare aufgrund von bestimmten Differenzen getrennt haben. Und sie waren vielleicht gar nicht lange alleine und haben dann wieder einen Partner gefunden, der genau diese gleiche Thematik mitgebracht hat. Und deswegen sage ich, du wirst immer wieder das anziehen, was in dir letztendlich noch nicht geheilt ist. Und es gibt so viele Menschen, die auch zu mir kommen und die sagen, ach, ich wünsche mir unbedingt eine Familie und ich wäre jetzt eben im Alter, wo ich mir auch einfach Kinder vorstellen kann. Und es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Und genau hier muss man schauen, warum klappt es denn nicht? Welche Anteile oder welche Aspekte in dir selbst lehnst du ab? Oder in welchen Thematiken blockierst du dein Glück? Vielleicht ist es eine Angst, vielleicht ist es irgendwas, was ganz tief in dir drin steckt, was du noch gar nicht so greifen kannst. Doch genau darum geht es. Setz dich mit diesen Dingen auseinander, damit du ein glückliches Leben führen kannst und damit alles für dich offen ist und du quasi die Früchte des Baumes greifen und ernten kannst. Und es liegt immer nur an einem selber. Und ja, deswegen sei liebevoll zu dir selbst, sei dir selbst der wichtigste Mensch und versuche nicht, die Dinge im Außen zu hinterfragen oder im Außen die Antwort zu suchen, weil die Antwort liegt immer in uns selbst, immer. Wir sind so angelegt, dass einfach alles da ist. Deswegen sind wir auch komplett. Ich höre es ja auch oft, dass wenn man jetzt Single ist, wird man oft schräg angeschaut und fast schon mitleidig. Und es wird einem dann gesagt, ach, und du findest schon den richtigen und schau doch mal hier oder melde dich doch mal bei dem Datingportal an oder also es gibt ja diverse Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Doch du wirst immer wieder den gleichen Menschen in dein Leben ziehen, wenn du deine Prozesse nicht bearbeitest. Und es ist die, glaube ich, größte Herausforderung, an sich selbst zu arbeiten und auch zu erkennen, aha, jetzt habe ich erkannt, woran es liegt. Und gehe in die Transformation. Und sobald du beginnst, Stücke zu ändern, also Regie für dein eigenes Leben zu führen, dann werden dir ganz andere Dinge begegnen, weil du einfach ein ganz anderes Gesetz der Anziehung mitbringst, weil du dich verändert hast, weil sich Anteile verändert haben. Und es geht in der heutigen Zeit so schnell und man kann wirklich, indem man sich selbst reflektiert und immer wieder reflektiert, so viel Neues in sein Leben ziehen und so viele alte Wunden heilen und transformieren. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn man diesen Schritt wagt in diese Arbeit und sich einfach mit sich selbst auseinandersetzt und auch hinterfragt, woran liegt es denn? Und in welchem Thema blockiere ich mich selbst? Ja, also im Grunde ist es ja immer das Ego und viele sagen, das Ego wäre schlecht. Die Meinung teile ich nicht. Natürlich geht es darum, das Ego aufzulösen. Oder was heißt aufzulösen? Ein guter Freund des Egos zu sein, sagen wir es so. Denn das Ego bringt dich jeden Morgen aus dem Bett. Das Ego ist der Treibstoff, der dich zu diesen Taten bringt. Der natürlich auch diesen Erfolg will. Das alles ist das Ego. Doch wir können im Ego, das ja sehr verkopft ist, können wir nicht lange sein und können wir auch nicht lange leben. Deswegen müssen wir auch unser Herz abholen. Doch per se ist das Ego nicht schlecht, weil es unser Motor ist. Und ein gesundes Verhältnis zwischen dem Ego und der Selbstliebe, das wäre einfach wünschenswert. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch
alles Gute und alles Gute bei dieser Transformation. Macht's es gut!